So, Azuras Schrein. Irgendwie ist hier keiner. Wieso nicht? Da ist auch keiner. Dann gehe ich mal davon aus, dass auf der anderen Seite auch keiner sein wird. Zumindest sehe ich keinen. Hier ist keiner. Hier ist gar keiner. Vermutlich gibt uns Zura eine Quest. Können wir mit ihr reden? Kurz oben noch nachsehen, ob da irgendwas möglich ist? Nein. Statue von Azura, wir können mit ihr reden. Ihr seid aus einem Grund gekommen, den ihr vielleicht nicht einmal erahnt. Sheogorath und ich haben eine Wette abgeschlossen. Er meinte, Einsamkeit führe unwiderruflich zum Irrsinn. Ich wiederum meinte, dass sie Zeit zur Besinnung und Meditation schenken würde. Um dies zu prüfen, entsandte ich eine meiner Priesterinnen alleine auf eine Insel, nördlich von Dagon Fell. Wenn sie dort 100 Jahre lang ihr Leben im Gebet fortsetzt, wird dies meine Theorie beweisen. Wenn nicht, dann hat Sheogorath unsere Wette gewonnen. Die Zeit ist fast vorüber und sie ist immer noch standhaft. Und doch versucht Sheogorath, sie zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Reiset dorthin, reinigt die Insel von seinen Günstlingen und bringt mir Beweise für seine Einmischung. Stört die weise Frau aber nicht, denn dies hätte Einfluss auf unsere Wette. Dient mir, und ich werde euch großzügig entlohnen. Ich habe mit Azura, der Königin des Nachthimmels, an ihrem Schrein gesprochen. Sie hat mich beauftragt, zu einer Insel nicht weit von Dagon Fell zu reisen und sie vor den Daedra zu retten, die Sheogorath geschickt hat. Dazu soll ich den Beweis mitbringen, dass er sie geschickt hat. Ich darf Reinhard Rodan, die Frau, die dort lebt, nicht stören. Wenn ich das für sie tue, wird sie mir eine Belohnung geben. Okay. Habe ich hier einen... Nein, ich habe keinen. Okay. Ja, schön, aber das werden wir dann doch nicht jetzt machen, denn Dagon Fell ist irgendwo da oben. Genau. Nördlich von Dagon Fell, also wahrscheinlich auf dieser Insel da. Oder auf der links daneben. Auf der da. Naja. Da hat sie ja Glück, dass wir da noch nicht waren. gut. So, Schild. Und dann sehen wir uns mal ein bisschen um hier. Vielleicht ist hier ja was. Außerdem da, der uns gesehen hat. Mist. Der lebt noch. Aua. Das hat nicht mal weh. Eisenpfeil. Okay, also hier scheint nicht zu sein. Gehen wir da nach links ein bisschen weiter. Hier ist auch nichts. Und da komme ich nicht so gut hoch. Da müsste ich über zu das Schrein rüber. Oder ich springe mal kurz über diese Schlammkabel hinweg. Die mich gesehen hat. Oh, da ist eine Höhle drin in dem Stein. Zum Glück hat sie uns entdeckt, die Schlammkabel. Ahanabi.
Speichern und rein. Okay, da vorne habe ich schon jemanden gesehen. Bist du ein Gegner? Erisare, du bist ein Gegner. Ich muss dich leider töten. Ihr seid besiegt. Gebt auf. Was? Ich bin doch nicht besiegt. Habe ich jetzt irgendwie Last oder so? Oder habe ich eine Krankheit? Ja, Stärke muss ich wiederherstellen. Das war's. So, hier gibt's viele Pilze. Na. So, und bei dir krieg ich gar nichts. Okay, da ist auch nichts. Können wir die Pilze hier weiter aufnehmen? Mist, er hat uns gesehen. Halt, das ist ein Stürmertronach. Dieses Mal können wir deine Seele mitnehmen. Komm her, komm her. Angriff! Stirb! Danke für die Seele. So, ist da was? Ja, da vorne ist einer. Zu denen gehen wir jetzt hin. Da ist da nichts mehr. So, Dirding. Ja, tut mir leid, Dirding, aber du wirst sterben müssen. Das ist ja viel zu einfach. Ja, da hast du recht. Du beschwörst gar nichts. Ein Pfeil. Grausame Viperklinge. Da ist noch ein Eisertronach. Das war's mit dem Eisertronach. Da haben wir den Schatten von niemandem. Hier ist doch nur diese kleine Höhle hier. Ach komm. Jetzt komme ich da nicht rum, wenn ich schleiche. Das ist doch echt ein Witz. So, wer bist du? Wo bist du? Da bist du. Larusea Andretti. Stirb! Dies wird euer Ende sein, Svit! Nein. Das wird nicht das Ende sein. Und auch du beschwerst niemanden. So, Telekinese? Nein. Lampe! Irgendwie habe ich das Gefühl, die Schadenlampe hält ewig. Heule des unheilvollen Leids. Ich glaube, die haben wir schon mal, oder? Nein, hatten wir nicht. Ach, egal. Vielleicht habe ich sie auch verkauft. Oh, nehmen Sie eine Gänse, wieso nicht? Schild, Schaden, Geschicklichkeit, Entzugstärke, nein. Geselle, Eisertronach, Skelettschäge, ein Spiel beim Bankett, Geselle, Geselle, Falle und Schloss. So. Da ist ja gar nichts drin. Da ist ein Schloss. Hier stehen Schnelligkeit dazu, das Beschwörung, das Buch der Dedra. Schloss 10. 69 Draken. Schloss 20. Ring der Tränen. Ach nein. Nein. Ja, das nehmen wir mal mit. Nein.
Nein. Aber das können wir auch mitnehmen. Kiste von geringer Qualität ist auch nur, naja, Schrott drin. Also für mich jetzt in diesem Moment Schrott. Früher hätte ich das garantiert mitgenommen. Dann möchte ich hier noch runter. Okay. Da scheint absolut nichts zu sein. Gut, dann gehen wir halt wieder hoch. Na, halt, was ist da? Da ist da, okay, da ist da auch nichts. Da scheint auch niemand zu sein erstmal. Da vorne ist jemand. Scheint auch der letzte zu sein. Hontjolf. Werde dich jetzt töten, Hontjolf. Ich werde in eurem Blut baden. Nein, darauf hätte ich keine Lust. Aber ich hätte Lust, in deinem Blut zu baden. Warte mal, nein, nein, hätte ich nicht. Okay. Licht. Sieht es. Was nehmen wir mit? Nein. Erhaltener uralter Schlüssel. 5 Drachen. 100 Drachen. 5 Drachen. Okay. Da ist nichts. Da ist ein kleiner Schlachterfisch. Das war mal ein kleiner Schlachterfisch. Ist nichts, nichts, nichts. Ich will da irgendwie rüber. So. Auch nichts. Hier ist nirgendwo etwas. Wofür war denn dieser Schlüssel? Für eine dieser Truhen? Der Schlüssel war echt für eine dieser Truhen? Mehr nicht? Das ist eine Enttäuschung. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt schon mal eine Schalenlampe verbraucht? Irgendwie ist das Gefühl, die hält ewig. Vielleicht sollte ich erst die anderen Lampen verbrauchen und dann die da, wenn ich sonst keine mehr habe. Stopp. Jetzt bin ich zu schwer. So, wir wollten ursprünglich da drüben weitergehen. Hier gibt es auch nichts. Nein. Hier ist ein Weg. Lol, das ist ein Weg. Da geht es einfach nur zur Zura hoch, okay. Und hier wäre einfach nur Gebirge. Ich werde überlegen, ob ich da hochgehen soll. Ich mache es einfach. Was ist jetzt los? Was? Wo kommt die Ratte her? Und was für eine Ratte ist das? Eine normale. Ich will da hoch. So.
Klippenläufer, da ist der neue Bereich. Das ist auch ein Weg. So, da vorne, wo wir das schon erkundet haben, da ist ja ein Weg von Lomarian. Und da war dieses Gebirge nicht mehr vorhanden. Also gehe ich mal davon aus. Gehe ich einfach mal dieses Gebirge entlang bis zu diesem Punkt und dann können wir den Rest zurück erkunden. Von unten her. Das ist jetzt mein Plan gerade. Ein Scamp. Nein, habe ich gesagt. Scamphaut, Eisenpfeil, zack. Moment mal. Das hier ist auf dem Berg. Aber hier geht's wieder runter. Da ist das Schiff. Sehr schön. Akrobatiker von 89 Punkte. Ist hier noch irgendwas? Nein. Dann erkunden wir das hier weiter. War das da vorne oder was? Dass sich der Eingang zu Holomayan geschlossen hat? So, also hier würde ich jetzt erstmal das lassen und dann zurück erkunden. Das ist eine Ratte. Vielleicht ist sie erkrankt. Ja! Haha! Rattenfleisch. Da ist eine Ahnengruft. Sehr schön. Ach, das ist das, wo der Weg hingeführt hat. Aha. Sehr schön. Ach, und davor. Ach, wir waren noch gar nicht bei den Steinen. Na egal. Aber sehr schön, was wir da jetzt alles erkundet haben. Also, Lehrwu-Ahnengruft. So, so. Mal sehen, was wir da finden. Die normale Holztür mit einem Kriegsfürst. Das war's mit dir. Dieser von der Truhe.